Oh, das ist ein Stego. Okay. Oh Gott, ich werde angegriffen. Von einem Pteranodon. Na, wenn er nicht abstürzt, kann ich, glaube ich, nicht viel gegen den machen. Außer ausweichen. Diese kleine, miese Ratte der Lüfte. Oh, da vorne ist noch ein Pteranodon. Ja, da habe ich deinen Kollegen dafür. Oh, der andere hatte Panik, aber ich konnte nicht zuschnappen, weil ich was im Maul hatte. Ich glaube, das ist nichts für unsere Diät. Deswegen hau ich hier gleich wieder ab. Nur ein bisschen den Magen füllen. Wie sie noch um mich rumkreisen. Achso, und damit übrigens herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spielen wir den Carnotaurus. Der wurde auch ein bisschen überarbeitet. Der ist jetzt leichter und kann, glaube ich, besser chargen. Also viel, viel schneller und dauerhaft chargen, glaube ich. Das müssen wir halt mal testen. Oh, guck mal, da vorne ist eine Pflanzenfresserfamilie. Ich glaube, da kann ich aber nicht viel machen. Das sind zu viele. Ich hoffe einfach mal, dass sie friedlich sind. Dass sie mich vorbeigehen lassen. Weil ich will halt eigentlich in die Babyzone. Oh, ein Raptor. Okay, der Server laggt ein bisschen leider. Oh, es sind mehrere Raptoren. Oh Gott, der Server laggt richtig. Ich muss die irgendwie abhängen, indem ich hier durchrenne oder so. Aber jetzt bin ich runtergedrückt. Das war's. Ja, dass die Raptoren auf mich gehen, ist natürlich bitter. Ja, das hast du dir so gedacht, ne? Okay, er jumpt mich wieder an. Oh, er stärkert sich. Schade. Das ist von Tenor, aber da komme ich nicht hoch. Aber er kommt runter zu mir, glaube ich. Ja, der will Stress. Aber der ist auch größer als ich. Deswegen hau ich mal lieber ab. Oh nein. Wir müssen wegrennen. Bin in die Babyzone. Hier sind halt wieder nur Hereras und sowas. Ist alles keine potenzielle Beute. Wir haben es echt nicht leicht. Und ich häng fest. Ich werde dem halt niemals entkommen, weil der kann halt springen und klettern. Und ich hänge hier halt überall fest an diesem blöden Babygedöns. Ich bitte, dass ich nicht springen kann, dadurch ist die Babyzone halt nicht so geil. Ich kann mich halt hier nicht so gut durchbewegen. Oh, hier ist aber was für meine Diät. Das ist ja schon mal gut. Schreit der denn so laut beim Essen? Ist ja schrecklich. Ja, die perfekte Diät habe ich jetzt. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt einen schönen Busch. Und dann chille ich erstmal die Nacht über. Hier sind so viele Hereras und Raptoren. Wenn die mich finden, bin ich tot. Deswegen weg hier und ab in den Busch. Ich habe gerade irgendwie ein Problem. Ich hänge hier auf dem Berg fest und komme nicht mehr runter. Jetzt mal hier versuchen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, ich lebe. Nicht mal Beine gebrochen, nur ein bisschen Schaden bekommen. Hier sind irgendwo Schritte neben mir. Da! Die Stego-Familie. Oh nein, die laufen direkt an mir vorbei. Ich glaube, die haben mich gesehen. So ein Mist. Wo sind die Babys?
verstecken sich irgendwo hier, oder? Frage ist, wo? Okay, ich sehe die Babys. Einen Hit habe ich gelandet auf das Baby. Ja, wie komme ich jetzt an das Baby am besten ran? Noch ein Hit auf das Baby. Ich habe ihn nicht gesehen, leider. Das war der Grüne, den ich angegriffen hatte, ne? Oh. Pari. Okay, ich sollte gehen. Das ist jetzt keine potenzielle Beute mehr für mich. Ein Knochenbruch und ich bin Geschichte. Na, verhungern muss ich auf jeden Fall nicht. Schildkröten gibt es ja ohne Ende. Und Krebse auch. Aber steht halt alles nicht auf meiner Speisekarte. Wir brauchen dringend was für unsere Diät. Was zur Hölle ist das? Ach, diese Vögel sind das. Oh, ich habe mich zu Tode erschreckt. Komm schon, Doppelzone. Jetzt muss es doch hier was zu essen geben. Selbst in der Doppelzone erschnüffel ich nix. Das ist belastend. Ja, super, jetzt ist der Magen wieder rot. Da muss ich mir jetzt einen Sprint an dem Strand entlang machen. Ob wir jetzt hier einfach keine Schildkröten mehr sind. Oh bitte, ich bin am Sterben. Nur eine Schildkröte. Das kann doch nicht wahr sein. Ist einfach nix. Was mache ich denn jetzt? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich lege mich jetzt hier hin, reck meine Ausdauer in der Zeit und ich hoffe, dass hier was spawnt. Ansonsten werden wir verhungern. Aber die Sicht ist auch so eingeschränkt durch den Regen und ich höre halt auch keine Tierchen, falls hier welche sein sollten. Ich kann jetzt hier nochmal in dem Gang gucken, ob hier irgendwas liegt. Ansonsten war es das. Bitte, 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 bitte. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Ich gehe in das Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn ich es nicht tun sollte. Oh, das muss der Himmel sein. Es ist so schön ruhig. Kein Regen. Aber auch hier kein Futter. Ah, ich bin nicht mehr allein. Oh, hier ist ein Croc. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Das Croc springt halt runter. Na, da können wir nicht viel machen. Schade. Na, komm, wir schwimmen hier rüber. Risiko. Wenn wir jetzt gesnackt werden, werden wir gesnackt. Ist halt so. Oh, okay. Das war's mit mir. Auf Wiedersehen, Welt. Es war schön mit dir, Mr. Q. Leb wohl. Ich hab das Croc nicht mal gesehen, als es mich angegriffen hat. Okay, los geht's.
Was sind zwei? Oh nein. Damit bin ich jetzt vergiftet. Ja, der Trodon geht auch auf mich. Unlucky. Okay, das Gift ist vorbei. Oh Gott, die beiden. Mich wollen. Bin zum Glück schneller. Ja, dieser eine Trodon-Pounce, der hat mich halt echt ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Der war halt auch schon größer, der Trodon. Okay, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 ist einfach meine Beute. Geh weg. Ich will einfach nur essen. Autsch. Ja, ich glaube, das werde ich nicht überleben. Oh nein. Okay, das ist der Trodon. Ich hau ab. Vielleicht kann ich jetzt gleich essen. Ich warte mal kurz hier im Busch. Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt sterben, wenn ich dabei gehe. Ja. Oh, da vorne ist was. Ein Raptor. Gott, wo kommt der denn her? Ist halt leider schneller als ich. Ah, Mist, der ist weg. Oh, bitte greif mich nicht an. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht wegrennen. Aber das wird richtig knapp. Ach man, ey. Ich habe Freunde gefunden. Hi Leute, hier ist Dandy aus dem Schnitt. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich sehr, sehr still war, als ich gespielt hatte. Ich glaube, ich war schon so ein bisschen angefressen und hatte gar keine Lust mehr zu kommentieren. Weil ich einfach so frustriert war von dem Kanu-Gameplay, wie oft ich gestorben bin. Und ja, ich habe halt auch überlegt, ob ich das überhaupt ins Video schneide. Aber ich dachte mir dann so, viele von euch schreiben immer, dass ihr immer verhungert oder alles schief läuft und sowas. Und jetzt seht ihr es halt in diesem Video auch mal, bei mir läuft auch nicht immer alles glatt. Also ich sterbe auch manchmal richtig, richtig oft. Ich meine, so oft, wie ich jetzt mit dem Kanu bisher gestorben bin, das ist mir selten passiert in letzter Zeit. Aber manchmal ist es halt doof, ne? Dann ist es einfach alles cursed ein bisschen und da kann man halt nichts machen. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, ob das überhaupt spannend für euch zum Zuschauen ist, wenn ich halt die ganze Zeit sterbe. Oder ob ich das in Zukunft halt lieber rausschneiden soll. Weil manchmal passiert es halt einfach. Also mir passiert es auch, dass
ja, so ist das Spiel halt. Ne? Manchmal wird man halt als kleiner Dino ganz oft gefressen. Oder fällt irgendwo runter oder sonst was passiert. Verhungert. So ist das. Dich snack ich jetzt. Da kenne ich gar nichts, auch wenn du klein bist. Ich wurde auch so oft weggesnackt. Jetzt brauche ich das mal als Genugtuung. Da habe ich dich. Da ist was Kleines. Keine Ahnung, was das ist, aber ich muss ihn töten. Ich habe halt schon wieder echt viel Hunger. Da ist ein kleiner Zerer. Das ist gut. Den kann ich auf jeden Fall essen. Oh, Artgenossen, ist das schön. Oh, ich glaube, die wollen angreifen. Da vorne sind, glaube ich, die los, vom Sound her. Ich habe die aber noch nicht gesehen. Oh, ich bin vergiftet. Verfolgt den hier. Ah, Mist, der hat mich abgehangen. Ich weiß nicht, ob meine Mates schon was gekillt haben. Oh, die haben schon was gekillt, sehr gut. Der andere Kano ist irgendwie gestorben. Ich habe es leider nicht mitbekommen und die wissen auch nicht wie. Ganz, ganz seltsam. Oh, er hat sich ausgelockt. Are you kidding me? Okay, er hat keinen Bock mehr. Bin ich doch wieder alleine. Oh, das ist ein Baby. Baby Teno. Aber den töte ich nicht. Ich bin gerade relativ satt. Hallo, du Kleiner. Maust du mich? Okay, der hat keine Lust auf mich. Ich töte ihn trotzdem nicht. Tschüss, Teno. Ich glaube, da vorne war ein Teno oder sowas. Nee, ein Ceratus ist das. Oh, das sind voll viele Ceratus. 4 Stück. Ich sollte gehen. Oh nein. Zum Glück war das nicht so groß wie ich. Oder groß genug, um mich ins Wasser zu ziehen. Ich habe es übrigens geschafft, komplett auszuwachsen. Endlich, nach den ganzen Versuchen. Aber das Problem ist, ich bin halt immer noch alleine. Und irgendwie sind hier auf dem Server, das ist Petit Pete's, der ist halt sehr, sehr voll. Und hier sind viele Leute in großen Gruppen unterwegs. Habt ihr ja gerade gesehen, 4 Zeras zusammen. Und ja, da kann ich halt nicht viel machen als alleiniger Kano, ne? Ich hatte jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, einen guten Kampf zu starten. Das ist ein Cerato. Ich glaube, ich greife den mal an. Wie wird mein Charge nicht funktioniert? Keine Ahnung, was da los war. Aber der flüchtet. Ich hoffe, das Croc kommt jetzt. Jetzt kommen die ganzen Ceras zu mir. Ich hoffe echt, ich kann das Croc baiten, dass wenn die gleich rüberschwimmen, einer von denen angesnackt wird. Die wollen halt safe rüberkommen. Jetzt kommen sie. Ich renn weg. Das sieht gerade schon wieder richtig atmosphärisch hier aus. Die Sonne geht gerade endlich wieder auf. Ich bin übrigens gerade in Richtung Hafen unterwegs. Mal gucken, was da so abgeht.
Hä? Was ist denn nun los? Wer hat der mich denn gefunden? Was zur Hölle? Ich bin halt gerade runtergefallen und war kurz AFK. Dann greife ich einfach so ein Kanu an. So ein Kani-Kanu, ein Mini. Gut, dass ich gerade wiedergekommen bin. Ist ja mal wieder richtig Bombenwetter. Erstmal irgendwo unterstellen. Zum Glück gibt es hier beim Hafen genug Gebäude. Der Regen ist halt richtig schlimm. Oh, Ruhe. Oh, ist das schön. Ja, wir sind leider schon viel zu groß für die Gebäude. Passt da gerade so durch. Na, ich check mal den Hafen ab, ob hier irgendwas ist an Beute. Ich gehe aber mal nicht davon aus. Leider ist er immer sehr unbelebt, wenn ich da bin. Auch wenn ich den sehr schön finde, den Hafen. Deswegen schaue ich auch immer wieder vorbei. Ja, hier ist mal wieder gar nichts los. Das ist echt schade, dass hier keine Gebiete sind, wo dann halt auch Dinos hinkommen. Weil sie sind halt kaum Nahrungsquellen für Pflanzenfresser. Oh, da vorne ist was. Ein Sera einfach. Out of nowhere. Oh nein. Irgendwie hat mein Charge nicht geklappt bei dem. Sehr seltsam. Damit habe ich gerade auch nicht gerechnet. Charge nochmal rein. Oh, das geht halt gar nicht mit den Bäumen und Felsen hier. Ah, so ein Mist. Ich bin überall hängen geblieben. Ja, mit dem Kanu in so engen Urwäldern zu kämpfen, ist echt schwierig. Oh Mann, ja, ich muss abhauen. Also ich habe jetzt echt ein Problem mit Essen und Trinken. Oh, da vorne ist was. Ach, ist ein kleiner Kanu. Den snack ich natürlich nicht weg. Willst du in die Gruppe, Kleiner? Okay, will er anscheinend nicht. Will er getötet werden, oder was? Ich meine, das wird mein Überleben sichern. Ich hätte dann zwar den Kannibalismus-Trade, aber er scheint ja irgendwie nicht in die Gruppe zu wollen. Doch jetzt! Okay. Und ich bin halt jetzt auch wieder in so einem Hotspot und hier liegt einfach nichts rum. Nicht eine Keule, wo ich mir was auffüllen kann. Und ich kann auch keinen richtigen Fight mehr nehmen, weil ich keine Ausdauer mehr habe und nix. Das Einzige, was mich halt hätte retten können, ist, wenn hier irgendwas rumliegt. Oder wenn mir jetzt irgendein Baby in die Quere kommt. Ach, das ist so nervig. Und da vorne sehe ich zwar Pflanzenfresser, aber das ist eine riesige Herde mit Stegos und allem. Es ist einfach vorbei. Aber ich glaube, das ist mal ganz gut, dass ihr auch mal diese Frustration seht. Ihr schreibt es ja bei mir auch immer in die Kommentare, dass ihr immer verhungert und sowas. Mir passiert das auch. Aber der größte Fehler ist halt einfach von den Hotspots sich wegzubewegen als Fleischfresser. Man muss die halt einfach abcampen. Das ist halt der way to go. Ich charge jetzt einfach rein und sterbe. Ich glaube, das wird eine ganz kurze, doofe Folge für euch. Es tut mir leid. Ja, ich kriege nicht mal was tot. Oh Mann, ey. Ja, und jetzt werde ich aber von den Pflanzenfressern kaputt gemacht.